Um zu überleben, setzt die Regierung in Jerusalem rigorose Mittel ein. Polizei, Armee und Geheimdienste dürfen Staatsfeinde gezielt töten. Die Regierung unterscheidet laute und leise Exekutionen. Die lauten sollen Angst und Schrecken verbreiten. Die leisen unter keinen Umständen mit dem jüdischen Staat in Verbindung gebracht werden. Aber ist die Vollstreckung geheimer Todesurteile ohne Prozess, ohne das Recht auf Verteidigung und mit dem Risiko fataler Irrtümer juristisch und moralisch zu verantworten? In der Nacht des 7. Januar 2011 spielt sich im palästinensischen Hebron eine Tragödie ab. Bei der geplanten Exekution eines mutmaßlichen Terroristen kommt es in diesem Haus zu einem tödlichen Fehler. Das Militär erschießt den Falschen. Gegen 4 Uhr morgens wird die Leiche des 66-jährigen Omar Kabasmeh in ein Krankenhaus von Hebron gebracht. Der israelische Armeestützpunkt rief uns an. Sie hätten einen Verletzten, den wir abholen sollten. Als wir ankamen, brachten sie nach wenigen Minuten eine Bahre. Der Mann war mit einer Decke zugedeckt. Er war tot. Als ich die Decke anhob, sah ich, dass er kein Gesicht mehr hatte. Es fielen Teile des Gehirns auf den Boden. Die Israelis weigerten sich, irgendwelche Angaben zu machen. Sie zwangen uns, unter Waffengewalt die Leiche mitzunehmen. Ein palästinensischer Kameramann wird Zeuge, wie die beiden Söhne ihren Vater identifizieren müssen. Die Familie willigt später ein, dass diese Aufnahmen gezeigt werden dürfen. Als wir die Leiche im Krankenhaus untersuchten, entdeckten wir 16 Kugeln in seinem Körper, davon allein 6 in seinem Kopf. Der Bauarbeiter Omar Kabasmeh, der nichts mit Terror zu tun hatte, wurde mit 2 Salven in Kopf und Körper getötet. Zur gleichen Zeit finden sich im Haus der Familie Verwandte und Nachbarn ein, um Trost zu spenden. Die Ehefrau erzählt, wie die Soldaten ihr Schlafzimmer gestürmt und ihren schlafenden Mann erschossen hätten. Vor ihren Augen. Ich kniete hier und betete, als ich plötzlich hörte, wie die Haustür mit einem Knall aufgestoßen wurde. Ich stand auf und drehte mich um. Und da kamen die Soldaten schon hereingestürmt. Es waren kaum Sekunden. Sie standen hier. Es waren 2 und sie fingen sofort an zu schießen. Beide. Es ging alles so schnell. Ich schrie, ihr habt meinen Mann getötet. Aber sie hörten mich nicht. Kabasmehs Beerdigung in Hebron wird zu einem Protestmarsch gegen das israelische Militär, das inzwischen seinen schweren Fehler eingeräumt hat. Die Vorgeschichte des Falls führt 3 Jahre zurück. Am 4. Februar 2008 sprengt sich vor einem Einkaufszentrum in Dimona im Süden Israels ein palästinensischer Terrorist in die Luft und reißt dabei eine Israelin mit in den Tod. 12 Verletzte müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es ist der erste Selbstmordanschlag in Israel seit Jahren. Der damalige Verteidigungsminister Ehud Barak verspricht, die Hintermänner zu jagen. Seine Botschaft ist unmissverständlich. Wir werden sie finden und töten. Diese Aufnahmen zeigen ein Spezialkommando der israelischen Armee beim Training. Die Soldaten sollen ein Haus erstürmen, um einen palästinensischen Terroristen zu stellen. Wenn der Befehl erteilt wird, dürfen sie ihn auch gezielt töten. Fünf Monate nach dem Anschlag von Dimona wird der angebliche Drahtzieher der Terrororganisation Hamas in Hebron aufgestöbert und getötet. Doch die Jagd geht weiter.
Auch Wael Bitar, ebenfalls Mitglied der Hamas, soll in den Anschlag verwickelt gewesen sein. Doch bevor die Israelis ihn liquidieren können, wird er von der palästinensischen Polizei inhaftiert. Bitars Familie zieht in das Haus von Omar Kawasme, ins Erdgeschoss. Am 6. Januar 2011 wird Bitar nach einem Hungerstreik auf freien Fuß gesetzt. Die Israelis erfahren das sofort, schlagen noch in derselben Nacht zu. Das Kommando stürmt die Treppe vor dem Haus hoch und nimmt die falsche Tür. Nachdem sie meinen Mann erschossen hatten, hielt mir einer sein Gewehr an den Kopf. Gib mir seinen Ausweis. Er überprüfte ihn an seinem Computer und fragte dann, wo wohnt Wael Bitar? Mein Mann ging sofort nach draußen, als die Schüsse fielen. Und dann nahmen sie ihn fest. Sie konnten ihn ja nicht auch noch erschießen. Ich bin sicher, sie waren eigentlich gekommen, um Wael hinzurichten. Dies hier sind die Hülsen der Geschosse, die fast alle auf seinen Kopf abgegeben wurden, aus ihren M16. All diese. Und das ist sein Gebiss. Es bleibt ein Andenken für uns. Man kann sehen, wie es von den Kugeln gebrochen und angeschmolzen wurde. Seine Zähne wurden herausgerissen und in die Ecke geschleudert. Die Rache der Israelis für den Selbstmordanschlag von Dimona endete in Hebron mit einem Fiasko. Es kommt immer mal wieder zu Aktionen, wo sich die israelische Armee im Nachhinein entschuldigt und Schuld sieht, dass man im Rahmen der Terrorbekämpfung nicht 100% alles perfekt durchgeführt hat. Arieh Shalikar ist ein in Deutschland geborener iranischer Jude. Er wanderte 2001 nach Israel aus und arbeitet heute als Pressesprecher der israelischen Streitkräfte. Man darf nie vergessen, dass in jeder Aktion, selbst die Aktion in Hebron, dass diejenigen, die eigentlich Ziel dieser Sache waren, dass die Menschenleben auf dem Gewissen hatten. Natürlich ist man auf der Suche nach diesen Terroristen und es kommt vor, leider, und man muss an sich arbeiten, um es nicht, dass es nicht wieder vorkommt, dass ab und zu auch Unbeteiligte leider das Unbeteiligte getötet werden. Das Antiterrorkommando sei versehentlich in das Schlafzimmer des Opfers eingedrungen, als es Wael Bitar festnehmen wollte. So lautet die offizielle Stellungnahme der Armee. Dann hätten sich die Soldaten plötzlich durch eine verdächtige Bewegung unter der Bettdecke bedroht gefühlt und deshalb geschossen. Für den Philosophieprofessor Asa Kasher ist diese Begründung unzureichend. Man nennt Kasher den Hausphilosophen der israelischen Armee, weil er die Militärführung in ethischen Fragen berät. Ich fühle mich bedroht, ist kein ausreichender Grund zu schießen. Das ist subjektiv. Es muss aber einen objektiven Grund geben. Das heißt, es hätte eine tatsächliche Gefahr geben müssen. Eine Bewegung unter der Bettdecke reicht nicht aus. Jerusalem. Die Familie Kawasme hat einen Anwalt damit beauftragt, die Regierung zu verklagen. Der hält den Anschlag für einen eklatanten Verstoß gegen die Vorgaben des höchsten israelischen Gerichts. Im Jahre 2006 hatte der Gerichtshof in Israel, der Supreme Court, ein Votum über gezielte Tötungen abgegeben. Sie seien nur dann gerechtfertigt, wenn die Zielperson neue Anschläge vorbereite, wenn eine Festnahme nicht möglich sei und wenn die Identität zweifelsfrei feststehe. Alle diese Grundsätze habe das Militär im Fall Kawasme ignoriert, empört sich der Anwalt. Wir haben deshalb Klage gegen das israelische Verteidigungsministerium eingereicht, mit der Forderung, die Verantwortlichen zu ermitteln und die Familie zu entschädigen.
Doch inzwischen hat das Ministerium eine Erklärung abgegeben, persönlich unterschrieben von Verteidigungsminister Barak, in der er sämtliche Umstände des Falles, alles, was die Armee, die betreffende Einheit und die beteiligten Nachrichtendienste angeht, zur Geheimsache erklärt. Die Freigabe von Beweismitteln in dem hier aufgeführten Fall könnte die Sicherheit des Staates gefährden, heißt es in der Erklärung. Gezeichnet Ehud Barak, Verteidigungsminister. Subir Kawasme auf dem Märtyrerfriedhof von Hebron. Fast 2 Jahre sind seit dem Tod ihres Mannes vergangen. Der ganzen Familie wird inzwischen die Einreise nach Israel verweigert. Warum werden wir zurückgewiesen? Wir haben ihnen nie einen Schaden zugefügt. Mein Mann hat mehr als 30 Jahre als Maler in Israel gearbeitet. Wir bekamen sogar Beileidskarten von seinen jüdischen Kunden, von Juden. Die Witwe gibt nicht auf. Sie will notfalls bis vor das höchste Gericht in Jerusalem gehen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Den renommierten australischen Völkerrechtler Philip Alston überrascht der Fall nicht. Im Jahre 2010 führte Alston im Auftrag der Vereinten Nationen eine Studie über gezielte Tötungen durch und kritisierte darin Israel. Wir wissen, dass es einen sehr problematischen Umgang der israelischen Streitkräfte mit ihrer Verantwortung gibt. Nach allen uns bekannt gewordenen Informationen ist fraglich, ob das Vorgehen der Armee überhaupt mit dem israelischen Gesetz in Einklang steht. Ramallah, 29. Mai 2007. Ein anderer Fall. Die Stadt im Westjordanland ist Sitz des palästinensischen Präsidenten. Hier hat die palästinensische Polizei das Sagen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Regelmäßig fallen israelische Spezialeinheiten nach Ramallah ein, um mutmaßliche Terroristen zu jagen und zu töten. An jenem Tag im Mai 2007 besetzt die israelische Grenzpolizei diese Kreuzung. An der Ecke mit der gelben Markise wird ein Kameramann Zeuge der Operation. Die israelischen Polizeikräfte werfen Nebelkerzen und sperren die Straßen ab. Dann fallen erste Schüsse. Schauplatz ist damals das Restaurant Al-Nasra. Ein Sicherheitsmann des palästinensischen Präsidenten sitzt zum Essen mit einem Freund zusammen. Er hat seine Kalaschnikow dabei. Omar Abdel Halim, 23 Jahre alt, ist Mitglied der terroristischen Al-Aqsa-Brigaden. Vor der Tür trinken Halim und sein Freund noch einen Kaffee. Zur selben Zeit tagt über dem Restaurant eine internationale Hilfsorganisation, deren Teilnehmer Zeugen der Operation werden. Ich weiß noch, dass der LKW, der die Soldaten brachte, aussah wie einer der Lieferwagen, die wir jeden Tag sehen. Die Tür des weißen Lieferwagens öffnete sich. Es sprangen Agenten in arabischer Kleidung und Soldaten heraus. Die beiden Männer vor dem Restaurant liefen los. Es fielen Schüsse. Einer konnte entkommen, der andere fiel zu Boden. Er schrie und versuchte wegzukriechen, aber er konnte nicht. Er war in die Beine getroffen worden. Dann trat ein Soldat in Uniform an ihn heran und schoss ihm aus nächster Nähe, vielleicht 30 oder 40 Zentimeter, in den Oberkörper und in den Kopf. Omar Abdel Halim ist sofort tot. Ein Mord in staatlichem Auftrag. Ohne Anklage, ohne Prozess und ohne Urteil.
Als wir ihn untersuchten, fanden wir unter anderem einen Einschuss hinter dem linken Ohr mit Austritt beim rechten Auge. Der Einschuss war sehr groß. Der Schädelknochen war zerschmettert und Stücke davon schwammen im Gehirn. Der Schaden, den die Verletzung angerichtet hat, lässt vermuten, dass der Schuss aus nächster Nähe abgegeben worden war. Die Empörung am Tatort in Ramallah ist groß. Wie durch ein Wunder gab es bei der Schießerei in der belebten Innenstadt nur ein paar Leichtverletzte. Und das Schlimmste, sie hätten ihn festnehmen können. Er lag ja schon am Boden, sie hätten ihn ohne weiteres festnehmen können. Er war keine Bedrohung mehr für irgendjemanden. Hat er seine Waffe noch benutzt? Nein, er hatte gar nicht die Zeit dazu. Der Angriff der als Araber verkleideten Soldaten kam viel zu überraschend. Sie hatten offenbar von Anfang an beschlossen, ihn zu töten. Wenn er nicht mehr in der Lage ist, einen zu bedrohen, dann darf man ihn nicht attackieren. Im Gegenteil, nach Möglichkeit sollte man einen Krankenwagen rufen. Zur Exekution von Omar Abdel Halim verweigert uns die Grenzpolizei trotz wiederholter Anfragen jede Stellungnahme. Am Tatort erinnert eine Gedenktafel an dessen Ermordung im Mai 2007. In den letzten 10 Jahren haben die israelische Armee, Polizei und Geheimdienste mehr als 300 Palästinenser exekutiert, statt sie festzunehmen und vor Gericht zu stellen. Inzwischen wächst der Widerstand gegen solche Hinrichtungen. Auch in Israel selbst. Es gab mehr als einen Fall, der mit einer Festnahme zu beenden gewesen wäre, statt mit einem Sarg. Man sollte nicht so leichtfertig mit dem Leben anderer umgehen. Auch wenn er ein Terrorist ist, hat er ein Recht, festgenommen und von einem Gericht bestraft zu werden, statt durch ein 9-mm-Geschoss. Gad Shimron stand mehr als 10 Jahre in den Diensten des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Einmal quittierte er den Dienst, einmal warfen sie ihn raus. Aber beide Male holten sie ihn wieder zurück. Heute zählt Shimron zu den wenigen israelischen Ex-Agenten, die sich öffentlich äußern. Und er ist wahrscheinlich der Einzige, der Kritik übt an der rigiden israelischen Politik. Vorsichtige Kritik. Der Militärgeheimdienst und der Shabak, der Inlandsgeheimdienst, ich habe das Gefühl, dass sie in einigen Fällen zu schießwütig waren. Waffenschau der israelischen Armee in der Wüste Negev. Dass die israelischen Streitkräfte mitunter zu schießwütig sind, wie Shimron sagt, dürfte mit einem Grundsatz der israelischen Politik zusammenhängen, der besagt, Sicherheit geht vor Rechtsstaat. Nur Stärke und Entschlossenheit zählen. Auf dem Schlachtfeld wie im Kampf gegen den Terrorismus. Der Kampf gegen den Terrorismus erfordert eine klare Kante. Und klare Kante heißt Hinrichtungen. Die Zielobjekte sollten allerdings sehr sorgfältig ausgewählt werden. Wenn man wie die Mafia arbeitet, diesen tötet und jenen und noch einen, hat es, glaube ich, keinen wirklichen Effekt. Dieser Mann sieht es ähnlich. General AD Iftach Spekter war jahrzehntelang Kampfpilot. Er führte zuletzt das Kommando über 2 israelische Luftwaffenbasen. Spekter ist eine Fliegerlegende zu Lebzeiten. Im 6-Tage- und im Yom Kippur-Krieg schoss er 12 feindliche Maschinen ab. Als Reservist flog Spektor bis ins hohe Alter von 63 Jahren. Im Jahre 2003 forderten Spektor und andere Piloten öffentlich, das flächendeckende Bombardement der palästinensischen Gebiete sofort einzustellen. Solche Einsätze seien moralisch nicht zu verantworten. The establishment was horrified. Die Militärführung war entsetzt. Und reagierte aggressiv. Violently.
Alle Piloten wurden kaltgestellt und durften seitdem nicht mehr fliegen. Israelische Bombardierungen führen immer wieder zu Opfern unter der palästinensischen Zivilbevölkerung. Oft sterben kleine Kinder unter den Trümmern. Spector plädiert deshalb für gezielte Operationen gegen Terroristen. Wenn die gezielte Tötung von Kriminellen notwendig ist, sollten wir alles einsetzen, was wir haben. Drohnen, Gewehre, alles. Solange es gezielt passiert. Ich bin gegen ungezielte militärische Aktionen. Unbemannte Kampfdrohnen werden in den letzten Jahren verstärkt zu Hinrichtungen eingesetzt. Zielgenaues Töten per Fernsteuerung. Wie bei einem Computerspiel. Es begann vor 20 Jahren zunächst mit Aufklärungsdrohnen. 16. Februar 1992, Südlibanon. Dieses Video wurde aufgrund des geheimen Protokolls einer israelischen Exekution erstellt. Der israelische Militärgeheimdienst hatte von einem geplanten Treffen von Abbas Mousavi erfahren. Mousavi, Chef der Terrororganisation Hisbollah, war mit seiner Frau, seinem 6-jährigen Sohn und mehreren Begleitfahrzeugen unterwegs. Um 10.30 Uhr erfasst die Drohne Mousavis Konvoi, verfolgt ihn über Stunden. Wegen des Kindes in Mousavis Wagen ersucht das Luftwaffenkommando um eine klare Anweisung der Regierung in Jerusalem, Mousavi und seine Familie töten zu dürfen. Der Befehl wird erteilt. Um 16.10 Uhr feuert ein Apache-Kampfhubschrauber die erste Rakete ab. Sie trifft den Mercedes, in dem Mousavi sitzt. Mit ihm sterben seine Frau, sein 6-jähriger Sohn und 5 seiner Leibwächter. Wenn sie tatsächlich wussten, dass sie auf Mousavi und sein Kind schossen. Wenn sie sich also nicht mit Unwissen entschuldigen können, war es ungesetzlich und unmoralisch. Es ist eine fürchterliche Situation, eine Tragödie. Aber die Regierung ist für den Schutz ihrer Bürger verantwortlich. Wenn es also als verhältnismäßig erscheint, dann macht sie etwas, das auch die Tötung eines Kindes einschließt. Nach meinem Sprachverständnis ist die vorsätzliche Tötung unschuldiger Menschen Mord. Im Norden von Tel Aviv, direkt neben dem Einkaufszentrum Cinema City, liegt das Hauptquartier des Mossad. Dieses sind die ersten Bilder von der Geheimdienstzentrale hinter hohen Mauern. Denn der Komplex darf nicht gefilmt oder fotografiert werden. Zum Mythos des Mossad haben sogenannte leise Hinrichtungen im Ausland beigetragen, mit denen Israel unter keinen Umständen in Verbindung gebracht werden wollte. Was sie dir beibringen, ist, wenn man so will, ein Krimineller im Staatsdienst zu werden. Der Staat gibt dir die Erlaubnis, zu stehlen, einzubrechen und viele nicht sehr nette Sachen mit anderen Menschen zu machen. Das Hauptquartier des Mossad befand sich früher mitten in Tel Aviv, im Hadar Dafna Building. Hier wurde die Gruppe Kidon gegründet. Das ist hebräisch und heißt Bajonett. Ihr Auftrag? Exekutionen. Die Leute, die den Job haben, abzudrücken oder den Sprengsatz zu zünden, der die Sache zum Abschluss bringt, klar, die bekommen natürlich eine spezielle Ausbildung. Am 19. Januar 2010 kommt es im Emirat Dubai zu einer Exekution durch Kidon-Agenten. Im Hotel Al-Bustan Rotana lässt sich der Mossad erstmals bei einer Hinrichtung in die Karten schauen. Unfreiwillig. Eigentlich sollte niemand jemals von der Exekution erfahren. Aber die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Hotel erlauben später eine minutiöse Rekonstruktion des Mordes. Um 15.25 Uhr trifft die Zielperson im Hotel ein. Mahmoud Mabhouh. An der Rezeption erwarten ihn bereits 2 Mossad-Agenten im Tennis-Outfit.
Warum stand Mapuch auf der israelischen Todesliste? Mapuch war ein Spitzenmann der Hamas. Er war einer der Cheforganisatoren des Waffenhandels. Er kam von Damaskus mit gefälschtem Pass, reiste unter falschem Namen. Und als er in Dubai landete, wurde er schon von 10 Agenten observiert. Erste Aufgabe für die beiden Mossad-Agenten in Tenniskleidung: Welches Zimmer hat Mapuch? Zimmer 230. Während sich Mapuch vermutlich im Bad auffrischt, geht der Agent scheinbar irritiert den Gang entlang. Ihn interessiert, welches Zimmer gegenüber von 230 liegt, 237. Das Zimmer reservieren andere Mossad-Agenten wenig später als Operationsbasis. Um 16.23 Uhr verlässt Mapuch das Hotel. 18.32 Uhr, zwei Stunden später, trifft das erste Kidon-Team ein. Die beiden Männer verschwinden in Zimmer 237. Der ganze Ablauf nicht viel anders als zu seiner Zeit, sagt Gad Shimron. Etwa 20 Agenten, schätzt er, waren im Einsatz. Man muss Informationen sammeln, die Leute identifizieren. Man muss entscheiden, ist das der richtige Ort. Man braucht Leute, die observieren und alles im Auge behalten, die die Zielperson verfolgen. Wieder andere sind für die Kommunikation zuständig, einer, der die Befehle erteilt. Es ist eine große Operation. Dann trifft ein zweites Kidon-Team ein. Mapuch hat jetzt noch 2 Stunden zu leben. Als er um 20.24 Uhr ins Hotel zurückkommt, läuft er fast 2 Mossad-Agenten in die Arme, die den Flur überwachen. In seinem Zimmer warten bereits seine Henker. Sie haben sich mit manipulierten Magnetkarten heimlich Zugang verschafft. Gegen 20.35 Uhr wird Mapuch in Zimmer 230 ermordet. Die Attentäter injizieren dem Hamas-Mann gewaltsam ein Narkosemittel, das ihn wehrlos macht, und ersticken ihn dann mit einem Kissen. Es soll wie ein natürlicher Tod aussehen. Sie hinterlassen keine Spuren. Einer der Kidon-Agenten hat noch einen Gummihandschuh an, als die Mörder 10 Minuten später wieder in den Aufzug steigen. Sie sollen als Erste vom Tatort verschwinden. Etwa eine Viertelstunde nach der Hinrichtung verlässt das letzte Mossad-Observationsteam das Hotel und nimmt ein Taxi zum nahegelegenen Flughafen. Gegen 22 Uhr halten sich insgesamt 19 Mossad-Agenten im Sheikh Rashid Terminal auf. Sie werden Dubai in den nächsten Stunden in unterschiedlichen Richtungen verlassen. Es wird noch 13 Stunden dauern, bis ein Zimmermädchen die Leiche in Zimmer 230 entdeckt. Und es werden sogar 6 Tage vergehen, bis die Polizei in Dubai Verdacht schöpft, die Überwachungsvideos überprüft und die Täter identifiziert. Kurze Zeit später tauchen auf den Fahndungslisten von Interpol die Passfotos sämtlicher Mossad-Agenten auf, die an der Operation beteiligt waren. Für die Hamas ist Mapuch ein Märtyrer. Für Israel bedeutet sein Tod bestenfalls, dass der Nachschub an Waffen für die Gegenseite vorübergehend ins Stocken gerät. Selbst wenn er eine wichtige Rolle im Terrornetzwerk spielte, war es deshalb effektiv, Mapuch kaltblütig zu ermorden? Und war es rechtmäßig? Der Ethikberater der israelischen Streitkräfte will das nicht ausschließen. Wenn er Terrororganisationen, die Israelis bedrohen, wesentlich unterstützt hat und wenn es keine Möglichkeit gab, ihn gefangen zu nehmen, dann könnte man ihn für ein legitimes Zielobjekt halten.
Wir geraten in einen Zustand internationaler Anarchie, wenn ein Geheimdienst eine solche Operation gegen jemanden beschließen und dann in einem fremden Land ausführen kann. Ich sehe das nicht mal als effektive Methode, Terrorismus zu bekämpfen, sondern eine Liste abzuarbeiten. Das kann man auf ewig fortsetzen. Es wäre ein großer Fehler zu glauben, wenn man 100, 1000, 10.000 tötet, könnte man den Terrorismus besiegen. Die beiden ehemaligen Mossad-Agenten Gad Shimron und Moti Kfir stellen Hinrichtungen wie jene in Dubai nicht grundsätzlich in Frage. Im feindlichen Ausland gäbe es nun einmal keine Möglichkeiten, Terroristen festzunehmen und dann in Israel vor Gericht zu stellen, sagen sie. Das sei ein gravierender Unterschied zu den meisten Exekutionen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Moti Kfir leitete früher die Akademie für spezielle Operationen des Mossad. Zu seinen Aufgaben zählte die Anwerbung und Ausbildung neuer Agenten. Zunächst war Kfir als Geheimdienstmann in Paris und London stationiert. Später übernahm er den Posten in der Zentrale. Einigen seiner damaligen Schüler fühlt sich Kfir bis heute verbunden, sogar über deren Tod hinaus. Regelmäßig besucht er das Grab einer früheren Agentin, die 2005 in einem einsamen Orangenhain beigesetzt wurde. Ein bei der geheimen Trauerfeier aus der Distanz aufgenommenes Foto zeigt Mossad-Agenten, die ihrer ehemaligen Kollegin die letzte Ehre erweisen. Die Helden der einen Seite sind für die andere Seite Mörder. Dem muss ich zustimmen. Hotel Al Bustan, Dubai. Die israelischen Helden, die hier den Hamas-Mann Mabhouh hinrichteten, werden vom Rest der Welt als Mörder gejagt. Natürlich wusste der Mossad, dass jeder Winkel des Luxushotels videoüberwacht wird. Doch die Planer der Exekution gingen offenbar fest davon aus, dass niemand am natürlichen Tod Mabhouhs zweifeln würde. Für die enttarnten Agenten sieht Gad Shimron dennoch keine Gefahr. Keiner mag so vorgeführt werden. Aber sie sind ja noch getarnt. Sie tragen Perücken, Brillen oder Sonnenbrillen. Vielleicht haben sie etwas, das die Backen so hochzieht. Wenn die morgen neben dir in der Bank stehen, wirst du sie nicht erkennen. Die Pässe der meisten Agenten erwiesen sich als echt. Aber die Fotos waren nachträglich manipuliert worden. Der Mossad hatte sich aber auch im Ausland echte Pässe beschafft. Wie bei dem angeblichen Deutschen Michael Bodenheimer. Bodenheimer und sein Partner waren in Dubai eines der Kidon-Teams. Sie reisten zusammen, teilten das Hotelzimmer, benutzten dieselbe Kreditkarte und sie mordeten gemeinsam. Der Mossad hatte sich zuvor mit der erfundenen Geschichte, Bodenheimer sei Nachfahre eines Holocaust-Opfers, einen deutschen Pass erschlichen. Bei deutschen Behörden. Es war ein riesiger Aufwand für die Legende eines Mörders. Dies ist der in Dubai benutzte Pass des Agenten Adam Corman. Der echte Adam Corman ist Geigenbauer in Tel Aviv, der mit der Violinakademie Keshet Eilon zusammenarbeitet. Corman wurde in Australien geboren, studierte in London und wanderte 2005 nach Israel aus. Auch er war völlig ahnungslos. You have to decide. Du musst entscheiden, was weniger gefährlich, weniger riskant ist für deinen Kämpfer. Das habe zu seiner Zeit gegolten, sagt Kfir, und das gelte auch heute. Adam Corman lebt in Tel Aviv. Sein Name steht im Telefonbuch. Vor dem Mord in Dubai stellte er sogar private Fotos ins Netz. Ein Interview lehnt er dennoch ab.
will sich offensichtlich nicht mit dem Mossad anlegen. Mit Kormans Pass reiste der Mossad-Agent sogar in den Iran. Im August 2009. Mit dem Schiff. So steht es in den Unterlagen der Polizei in Dubai. Entweder nahmen er und seine Kollegin den Katamaran, der zweimal wöchentlich ins iranische Bandar Abbas übersetzt, oder sie fuhren, getarnt als Rucksacktouristen, auf einem der Frachtkähne mit, die zwischen Dubai und dem Iran pendeln. Was wollten die Mossad-Agenten im Land des Erzfeindes? Und welcher Gefahr setzte der Mossad damit den Geigenbauer in Tel Aviv aus? Ein bestimmtes Risiko muss in Kauf genommen werden. Es gibt keine hundertprozentigen Operationen. Der Mossad-Agent Adam Corman kannte die Gefahren seiner Mission im Iran. Der echte Adam Corman kannte sie nicht. Das eher gemäßigt religiöse Dubai, ein Emirat voller Superlative, Luxus und Glamour, ist seit Jahren ein beliebter Tummelplatz für Agenten. Offenbar auch eine Operationsbasis für den Mossad. Von hier aus lässt sich der Iran am besten infiltrieren. Der Atomwissenschaftler Massoud Ali Mohammed fällt Anfang Januar 2010, nur wenige Monate nach Kormans heimlicher Einreise, einem Bombenanschlag zum Opfer. Er ist damals bereits der dritte iranische Atomwissenschaftler, der heimtückisch ermordet wird. Zwei Jahre später fliegt der Wagen von Mustafa Roshan in die Luft. Er spielte eine führende Rolle im iranischen Atomprogramm. Zusammen mit dessen Vater trauert Präsident Ahmadinejad um den jungen Wissenschaftler. Die Mullahs haben keine Zweifel, dass der Mossad auch hinter diesem Mord steckt. Wenn diese Wissenschaftler für ein Atomprogramm arbeiten, von dem sie wissen, dass es nicht darum geht, Reaktoren zu bauen, um Elektrizität zu produzieren, dann sind sie Feinde der zivilisierten Welt. Und in dem Fall sind Hinrichtungen von führenden Wissenschaftlern womöglich ein Mittel der Wahl. Ich denke, es macht einen gewissen Sinn. Präsident Ahmadinejad besucht eine Fabrik, in der Uranzentrifugen produziert werden. Mithilfe dieser Technologie, so fürchtet Israel, will der Iran eine Atombombe. Das müsse unter allen Umständen verhindert werden, sonst drohe den Juden ein zweiter Holocaust, eine zweite Vernichtung. Diese Angst treibt auch Eliezer Zafrir um. Er war Mossad-Stationschef in Teheran, als dort noch der Schah regierte, und im irakischen Kurdistan. Später beriet der Ex-Agent mehrere Regierungen in Jerusalem in Fragen des Iran. Menschen, die wie ich die Iraner und die schiitische Mentalität kennen, ihr Verhalten, die wissen sicher, dass sie entschlossen sind, Atomwaffen in die Hand zu bekommen. Rechtfertigt das alle Mittel, sie zu stoppen, auch Mord? Wenn Sie mich persönlich fragen, ja. Wenn es nötig ist, Forscher zu vernichten, die das wissenschaftliche Projekt leiten. Wenn jedes Land beschließen würde, wer ein gutes Ziel in jedem anderen Land ist, wer kriminell ist, wer nicht, könnte das die Welt in ein Chaos führen. Es ist in Zeiten ohne bewaffneten Konflikt nicht akzeptabel, in ein anderes Land zu gehen, um dort Leute zu ermorden, gleichgültig, wie ausgewählt die Opfer sein mögen, gleichgültig, welches höhere Ziel man im Auge hat. Es ist ein Verstoß gegen viele internationale Gesetze und es führt auf einen sehr, sehr gefährlichen Weg. Im Mossad-Hauptquartier scheint man unbeeindruckt von der Kritik. Der Geheimdienst spielt nach eigenen Regeln. Um iranische Atomforscher zu ermorden, verbündete sich der Mossad sogar mit Terroristen.
Jandala ist eine sunnitische Terrororganisation aus Pakistan, die das schiitische Mullah-Regime in Teheran bekämpft und vor allem für Anschläge auf schiitische Moscheen verantwortlich ist. Und für Entführungen und kaltblütige Morde, die sie selbst filmten. Einige der beschlagnahmten Videos wurden Angehörigen bei einem Gerichtsverfahren gegen Jandala-Verantwortliche vorgeführt. Die Mossad-Agenten operierten dabei unter falscher Flagge, berichtet die angesehene amerikanische Zeitschrift Foreign Policy. Sie gaben vor, Mitarbeiter der CIA zu sein, warfen mit Dollarbündeln um sich, um mit Jandala ins Geschäft zu kommen. Der von Pakistan an den Iran ausgelieferte Anführer der Terrorgruppe will das erst nach einiger Zeit erkannt haben. Das geht nicht. Solche Sachen darf man nicht machen. Du musst deine Gewalt zügeln. Du darfst töten, aber das Töten von Menschen ist nur die letzte aller Möglichkeiten, unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist nicht etwas, was man einfach so machen kann, weil sich gerade die Gelegenheit bietet. Also Ethik und Gesetze gelten überall, auch in den Geheimdiensten. In einer Gedenkstätte unweit des Mossad-Hauptquartiers ehren die israelischen Geheimdienste ihre gefallenen und verstorbenen Agenten. Bei gedämpfter Klaviermusik. Viele haben für den jüdischen Staat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Einige haben sogar für den jüdischen Staat gemordet, weil sie überzeugt waren, dass sie ein moralisches Recht dazu hatten. There is in the Bible a short saying. Es gibt in der Bibel ein kurzes Zitat. Wenn jemand plant, dich zu töten, kommst du ihm besser zuvor und tötest ihn. Hurry and kill him. That's a common saying. Das hört man öfter. Aber das kann man nicht akzeptieren. Dieses Zitat wird auch ganz falsch interpretiert. Wenn eine Person die Absicht hat, mich zu töten, gibt es mir kein Recht, ihn zu töten. Ich habe nur dann das Recht, ihn zu töten, wenn ich mich nicht anders verteidigen kann. Das dient dem Schutz seiner Menschenwürde. Es ist das Recht und die Pflicht Israels, das Land und seine Bürger zu schützen. Mit den Mitteln des Rechtsstaates. Eine Lizenz zum Töten